Die Resonanz ist eigentlich immer das, dass es heißt, warum gibt es das jetzt? Nein, man guckt tatsächlich nach Köln, da sind eben drei festbestehende Big Bands oder vier. Und die spielen auch regelmäßig. Und in Essen gibt es gar keine einzige, obwohl es eben so eine Hochschule für Jazz gibt. Das ist einfach ein großer Unterschied, ob man eine kleine Band hat oder so ein mittelgroßes Ding oder eine Brassband oder ein Trio oder Solo spielt. Es geht ja auch für uns darum, uns als Komponisten zu verwirklichen. Ist auch gerade der Reiz, also halt nicht das nochmal zu spielen, was ganz, ganz viele Leute schon mal gespielt haben, auch wenn das tolle Musik ist natürlich, sondern wirklich was Eigenes zu machen und die eigenen Sachen auszuprobieren. Man hat einen Misch aus Tätigkeitsfeldern, die da lauten, spielen, schreiben, unterrichten und organisieren. Alle möglichen Festen, Ensembles, Bands im Jazz im weitesten Sinne, Jazz, Weltmusik, so die Randgebiete, ein bisschen Übungspunkte zur Klassik. Mich interessieren halt viele Dinge. Dadurch, dass ich irgendwann mal eine technische Ausbildung gemacht habe, bin ich irgendwie breit interessiert, ob es die Sache ist, wie kommt Musik aufs Band, wie wird Musik geschrieben, wie ist Musik konstruiert, wie muss Musik klingen. Für mich war es unglaublich wichtig, so Leute wie Musical, Leute kennenzulernen, die Sänger, Opernprojekte mitzumachen. Ich habe auch, als es wenig Posaunen gab, Sinfonieorchester mitgespielt. Ach, das war super. Das erste Mal, dass ich irgendwie so viele gleichgesinnte Leute zum Musikmachen hatte und so viele Türen aufgegangen sind. Der Witz ist ja, dass eben genau das, was nicht entstehen soll, oft entsteht. Nämlich, dass Leute in ihrem Fachgebiet wahnsinnig fit sind und nicht wissen, was rund um sie rum passiert. Am Theater zum Beispiel ist es so, da wird ein künstlerisches Produkt erschaffen und alle arbeiten mit. Hauptsache, das Ergebnis stimmt am Ende. Und dieses freie Denken, dass im Grunde alles erstmal in Ordnung ist und auch seine Berechtigung hat, sofern es sinnvoll genutzt wird, das ist eine Sache, die ich ohne die Vorkommnisse nicht kennengelernt hätte. Thank you.